Uwe Bonten versucht sich zu orientieren. Auf dem alten Gelände des Krupp-Stahlwerks in Duisburg-Rheinhausen. Vor ein paar Wochen wurde hier eine der letzten Werkshallen abgerissen. Uwe Bonten hat hier gearbeitet. In den 70er und 80er Jahren als Stahlkocher bei Krupp. Bis sich im November 1987 mit einer Nachricht alles änderte. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt. 30. November 1987. Im Stahlwerk Rheinhausen ist Aufruhr. Krupp-Stahl-Vorstand Gerhard Kromme will die Hütte schließen. Die Stahlbranche ist in der Krise. 5000 Arbeitsplätze stehen in Rheinhausen auf dem Spiel. Die Belegschaft ist außer sich. Erstmal war es ja eigentlich für jeden unfassbar. Und es war auch noch für jeden unsicher, was passiert mit der Zukunft. Was passiert mit unseren Arbeitsplätzen? Das konnte sich auch keiner überhaupt vorstellen, dass die Hütte irgendwann nicht mehr da sein wird. Man glaubt das ja gar nicht. Man war damit verbunden und über Jahrzehnte war das hier in Rheinhausen der Name gewesen. Stand für Sicherheit, für Betreuung, für alles. Und dann ist das so ein Moment, wo man das Gefühl hat, man kriegt ja den Boden unter den Füßen weggerissen. Wir sind ja immer durch diese eigentliche Branche der Duisburg. Da haben wir ja gedreht, das war ja unser Drehort. Da haben wir gesagt, Kinder, denen geht's aber nicht gut hier. Gut, ich habe gehört, ja. Und habe auch oft an meinen Vater gedacht, weil er immer gesagt hat, Krupp ist eine Lebensstelle. Da habe ich gedacht, mein Gott, wenn der wüsste, ist er tot, seine Lebensstelle. Ne? Das war ja das Irrationale, dass sowas auf einmal so entschlossen, so beschlossen wurde. Zack, zack. Und dass sich da solche Leute, die einen Großteil ihres Lebens verbracht haben, und gerade in einer armen Region, wo es ja noch extremer, du kannst da gar nicht mehr ausweichen, du bist auf diese Arbeit angewiesen. Und wenn sowas dann passiert, dann geht das Boot unter. Und deswegen habe ich diese Wut und dieses Auflehnen und dieses Wehren und dieses, habe ich natürlich kapiert. Die Ungewissheit war das größte Problem. Wie geht's weiter? Was wird aus den Kindern später? Was ist, wenn die Hütte nicht mehr da ist? Wo kriegen wir Arbeitsplätze her? Uwe Bontens gesamte Familie arbeitete bei Krupp in Rheinhausen. Drei Generationen. 1897 baute Krupp das Stahlwerk in Rheinhausen auf. Die günstige Lage am Rhein und die Nähe zur Kohle machten die Hütte zum bedeutendsten Stahlwerk Europas. Der Betrieb wuchs rasant. Schon vor dem Ersten Weltkrieg arbeiteten hier über 8000 Menschen. Krupp baute eigene Werkswohnungen. Aus Rheinhausen wurde eine Kleinstadt. Uwe Bontens Großvater ging 1937 zu Krupp. Als Lokheizer. Und wenn man mal bei Krupp war, dann hat man sowieso dran gedacht, nie mehr wegzugehen. Also das war ganz normal. Wer mal bei Krupp war, der wusste, hier bist du drin, da hast du einen guten Arbeitsplatz. Wie wir in Gelsenkirchen die Schalker stolz sind auf ihren Verein. So waren wir stolz auf Krupp. Wir sind die Kruppianer, ne, wurde früher gesagt. Ne. Die Sicherheit, das war das Große, weil die Menschen gesagt haben, wo willst du was lernen, was willst du lernen? Geh mal nach Krupp und dann bleib da, man hast einen sicheren Arbeitsplatz. So war das über Jahrzehnte. In den 60er Jahren war Krupp noch ein Familienbetrieb mit einer besonderen Unternehmensphilosophie. Es galt, alle Arbeiter eng an die Firma zu binden. Mit hervorragenden Sozialleistungen, mit Werkswohnungen und Freizeitangeboten. Denn die Arbeit war schwer und Krupp brauchte immer mehr Arbeiter. Rheinhausen war wie Krupp, das war alles. Jeder war ja hier bei Krupp und nur auf der Zeche, sonst nichts. Ja. Damals haben ja auch, wo ich angefangen habe, 16.000 Menschen haben ja hier gearbeitet auf der Hütte. Ja, da war ja allerhand. Dieses alles führte dazu, dass die Menschen den Eindruck hatten, die sorgen für uns. Als diese Auseinandersetzung stattfand, da hat
eine Krupp-Büste in der Krupp-Siedlung, ein Plakat getragen: Kromme, zerstöre nicht mein Lebenswerk. So als würde der alte Krupp sich im Grab umdrehen, wenn er sieht, was seine anonymen Manager jetzt machen aus dem, was er damals gerichtet hat. Mit anderen Worten, sie waren fest davon überzeugt, dieses ist eine ehrliche und gute und wichtige Arbeit, die für meinen Urgroßvater, meinen Großvater, meinen Vater gut genug war und für meinen Sohn gut genug sein wird. Rund um die Uhr wurde Stahl gekocht. Seit dem Tod Alfried Krupps 1967 war die Firma kein reines Familienunternehmen mehr. Manager leiteten jetzt den Konzern. Die Arbeit blieb die gleiche. Der Tagesablauf bei uns war jeden Tag Leistungsdruck, immer. Und auch die Schichtführer, die waren angehalten, mehr machen als die andere Schicht. So hat man immer alles hochgepeitscht. Das war schon anstrengend. Man war nur am Rennen. Und dann so, ich sag mal, im Sommer bei 30 Grad im Schatten. Da habe ich schon mal so 6 bis 8 Flaschen Wasser pro Schicht immer weg. Sind auch oft mal Leute umgefallen im Sommer, die so an der Pfanne gearbeitet haben oder so. Das ist nicht so einfach. Das war nichts zu spüren von irgendeiner Stahlkrise oder Kurzarbeit oder sonst was. Bei uns hieß das immer nur Tonnen, Tonnen, haut rein, haut rein. Doch Mitte der 70er Jahre stagnierte der Absatz von Stahlprodukten. Die internationale Konkurrenz wuchs. Reinhausen geriet unter Druck. Außerdem ersetzten neue Technologien Arbeitskräfte. 1982 gingen bereits 2500 Arbeitsplätze verloren. Und jetzt, im November 1987, wollen die Manager die Hütte ganz dicht machen. Wir leben in einem freien Land. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es kann doch nicht sein, dass eine kleine Clique, eine kleine Mafia mit den Menschen in diesem Lande macht, was sie will. Ich war schon sehr gepackt, auch von diesem Menschen, den ja kaum einer kannte. Ich kannte ihn vorher jedenfalls nicht. Und jeder war beeindruckt. Ein Mann eigentlich aus der Leitungsfunktion artikuliert nun die Ängste der Arbeiter und die Hoffnung, aber auch die Wut der Arbeiter. Und davon waren alle gepackt. Ich werde oft von meinen Kollegen gefragt, was kann ich denn alleine schon tun? Kollege, ich sage dir ganz klar, vor einer Woche waren wir noch alleine. Vor ein paar Tagen war die ganze Belegschaft da. Heute ist es die Stadt Duisburg und morgen wird es das ganze Revier sein. Der hat uns quasi aus der Seele gesprochen. Also ich fand das schon super, was er gemacht hat. Habe ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut, weil ich ihn nur als Vorgesetzten kannte. Helmut Lagmann, Betriebsleiter. Jahrelang hat er an Krupp geglaubt und dem Management treu gedient. Die Nachricht von der drohenden Schließung enttäuscht ihn maßlos. Der Vorgesetzte stellt sich auf die Seite seiner Arbeiter. Er hat sein Büro neben unsere Kaffeebude gehabt und da waren nur Glasscheiben, man konnte also reingucken. Und wie ich da vorbeigelaufen bin, war er schon seine Reden am Üben. Hat sich also schon auf den Kampf vorbereitet. Leute, das Buch der Geschichte ist jetzt aufgeschlagen und jetzt liegt es an euch, hier mal ein paar neue Seiten zu schreiben. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt und wie man diesen Vorstand in die Knie zwingt. Es lief mir wirklich eiskalt den Rücken runter und die Rede ist ja hinterher auch noch abgespielt worden. Wir haben ja Leute mit mobilisiert, die sind mit Lautsprecherwagen durch die Stadt gefahren und haben diese Rede abgespielt. Das war eine Rede, die hat das auf den Punkt getroffen und diese Wut auch. Wenn irgendwo eine Veranstaltung war, dann schleppten die also diese Rede immer mit. Ich bin mal in Bochum angekommen und dann standen die da auf dem Marktplatz und ich hörte meine Stimme und habe gedacht, wie, du bist doch gar nicht da. Und dann spielten die sich immer diese Rede ein. Das war also immer, wo die Leute gesagt haben, ja genau, wir lassen uns nicht fertig machen, wir widersetzen uns. Insofern war das eine sehr bösartige Rede aus Sicht des Vorstandes, aber meine Kollegen haben das gebraucht und ich übrigens auch. Das könnte in Zukunft unsere Parole sein. Jetzt heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn. Die Wut der Arbeiter gilt Gerhard Kromme.
dem Vorstandsvorsitzenden der Kruppstahl AG. Es ist sein Plan, die Hütte zu schließen. Die Arbeiter verbrennen eine Puppe, die den Namen Kromme trägt. Und der Betriebsratsvorsitzende beschimpft den Manager in den Medien. Hab ich dann mal in einem Interview einer großen Tageszeitung gesagt, wenn Alfred Krupp noch mal wiederkommen würde, der würde sich im Grabe umdrehen und würde sich heute im Sarg wie ein Ventilator drehen, wenn er den Namen Kromme hört. Ja, da hat es ein bisschen Ärger gegeben. Sie werden sagen, und ich habe dafür Verständnis, wir wollen weiter in Rheinhausen beschäftigt bleiben. Sie müssen aber einfach wissen, dass man wirtschaftliche Tatsachen nicht einfach übergehen kann. Krupp, genauso wenig wie Mannesmann, sind auf die Dauer in der Lage, Hüttenwerke weiter zu betreiben, mit denen jedes Jahr mehrere hundert Millionen D-Mark Verlust gemacht werden. Den hätte ich am liebsten verhauen. Weil es ist natürlich traurig, wenn eine Einzelperson darüber bestimmen kann, welche Zukunft Familien haben. Kromme, der Vorstandsvorsitzende, kommt kaum zu Wort. Da ging es natürlich rund. Da flogen die Klamotten, da flogen die Eier. Ich hatte das Eigelb in der Schuhe. Als er sich das so vorstellte und wie der dann da in die Halle reinkam, sie hassen ja solche Menschen regelrecht. Ne? Die denken ja nur an Profit und Gewinn. Die Menschen sind im Endeffekt scheißegal. Also jetzt auf Deutsch gesagt, würde ich sagen, vielen Dank, ihr habt uns reich gemacht, tschüss. Ja, so nach dem Motto. Das war eine unheimliche Wut. Und ich weiß noch, dass die dann auch einige sich im Auto geschmissen haben und sind zu seiner Villa da runtergefahren und haben den da noch eine Mahnwache gemacht. Und dann hieß das wieder, der hat Kinder, ihr könnt die Kinder nicht erschrecken und so und alles. Dann haben wir, also du musstest aufpassen, dass diese ganze Geschichte einfach nicht aus dem Ruder lief. Ein Konzern im Ausnahmezustand. Einige befürchten, dass es eskaliert. Aber es bleibt bei Eierwürfen. Die standen Stunde um Stunde um Stunde. Kalt war es. Und wenn sie das so erlebt haben, so diese tiefgreifende Befürchtung, was wird aus uns? Nach Tausenden von Leuten dagestanden, dann ist ein Eierwurf gegenüber demjenigen, dem man dafür die Schuld gibt, wie ich finde, eine lästliche Sünde. Mit der Schließung Rheinhausens will Gerhard Kromme 1987 den Krupp-Konzern aus der Krise führen. Heute lehnt er ein Interview ab und verweist auf eine Stellungnahme aus dem Jahr 2003. Das war eine ausgesprochen schwierige Entscheidung, wie Sie sich denken können. Es war das größte integrierte Stahlwerk Europas, das geschlossen wurde. Hinzu kommt, dass es das Ursprungsstahlwerk des Krupp-Konzerns war und insofern sehr stark auch historisch belastet war. Historisch belastet. Die Arbeiter sind stolz auf ihr Werk. Rheinhausen ist mehr als nur eine Stahlhütte. Doch die Konzernleitung überlegt, Kruppstahl zukünftig in einer nahegelegenen Mannesmann-Hütte kochen zu lassen. Zwei Konzerne sollen sich ein Stahlwerk teilen. Ich habe denn bei Rheinhausen gesehen, dass sowohl bei Krupp als auch bei Mannesmann die Stahlkapazitäten völlig überdimensioniert waren und eigentlich das Stahlwerk von Mannesmann in Huckingen oder das Stahlwerk von Krupp in Rheinhausen, beide am Rhein gegenüberliegend, ausreichen würde, um den Bedarf sowohl von Mannesmann als auch von Krupp zu decken. Wo muss man weniger investieren? Die Entscheidung fällt gegen Rheinhausen. Dort arbeiten 6.300 Menschen. Die Rheinbrücke zwischen Duisburg und Rheinhausen. Früh am Morgen, nur wenige Tage nach Bekanntgabe der Vorstandspläne, marschieren die Kruppianer zur Brücke. Alle Welt soll sehen, was in Rheinhausen geschieht. Die Arbeiter errichten Straßensperren. Der gesamte Verkehr in Duisburg soll lahmgelegt werden. Unter den Kruppianern Uwe Bonden, fest davon überzeugt, dass nur ein radikaler Streik den Vorstand bezwingen kann.
Früher gab es mal ein Arbeiterlied, glaube ich, Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. So habe ich das damals auch gesehen. Sie, die Kruppianer, werden zeigen, wie man kämpft. Unser ganzer Überlebenskampf dieser Hinsicht, der war daraufhin ausgerichtet, Steigerungen herzubauen. Einmal müssen die doch mal nachgeben. Mehrmals blockieren die Kruppianer die Rheinbrücke. Sie wollen aufrütteln, die Region und die gesamte Bundesrepublik. Rheinhausen steht zusammen, gemeinsam gegen die Pläne des Konzerns. Aus der Rheinbrücke wird die Brücke der Solidarität. Die Solidarität, die gibt Kraft, die vielen Menschen. Und da waren ja Tausende von Menschen. Und auch die ganze Bevölkerung hier in Rheinhausen, die haben alle zu uns gestanden. Wenn Krupp schon nicht mehr sicher ist, was gibt es dann in Deutschland überhaupt noch für eine Arbeit, die zukunftssicher ist? Und das haben dann die Leute in Dortmund oder in drüben in Duisburg genauso gesehen. Und von daher war die Solidarität im November, im Dezember gigantisch. Hinter dem Schicksal von Krupp in Rheinhausen spüren die Menschen eine Zeitenwende. Das merken die Leute nicht nur in der Region, sondern überall in Deutschland. Sie wollen helfen, mit Spenden. Viele fahren hin. Der eigene Arbeitsplatz, egal wo, könnte der nächste sein. Auch Prominente engagieren sich. Zum Beispiel Götz George während seiner Schimanski-Dreharbeiten in Duisburg. Der Betriebsrat hat uns erzählt, um was es geht. Und dann mussten wir auch handeln. Da kann man sich nicht hinsetzen und sagen, um Gottes Willen, was machen wir, was tun wir und so. Nein, nicht quatschen, machen ist meine Devise immer gewesen im Leben. Wir haben Geld gesammelt für die Streikkasse. Wir haben uns nicht hingesetzt und Proklamationen von uns gegeben und gesagt, ihr müsst streiken und wir jetzt links und so. Gar nicht. Das war ganz normale moralische Verhaltensweise von uns. Wir haben erkannt, dass man Menschen oder Menschenschicksale mit Füßen alles tritt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da kann man sich bei den Prominenten heute noch bedanken, dass die wirklich uns unterstützt haben. Das kam aber nur, weil ich in diesem Moment anfällig war dafür, dass ich wirklich auch Wut in mir hatte. Wut, aus der die Arbeiter eine Entschlossenheit nähren, die niemand für möglich gehalten hätte. Der Arbeitskampf hat sozusagen dazu ermutigt, sich zu beteiligen, sich einzubringen und hat jeden Einzelnen und jede Einzelne ermutigt, bring deinen Teil mit ein. Du bist wichtig für uns. Und das hat die Leute sehr selbstbewusst gemacht. Arbeitermahnwache vor der Villa Hügel in Essen. 12 Tage währt der Protest jetzt schon. Im Gebäude tagt der Aufsichtsrat. Die Kruppianer wollen ihren Druck erhöhen, ihn ins Zentrum des Konzerns tragen. Ein Hilferuf. Sie wollen an das erinnern, was Krupp einmal bedeutet hat. Die Konzernleitung hat für den Fall der Schließung längst Sozialpläne für alle Arbeiter angekündigt. Doch die wollen etwas anderes. Das Ziel der Betriebsräte war, den Standort zu erhalten und weiterarbeiten zu wollen. Jede Diskussion über Umsetzung oder Diskussionen über die Sozialpläne wurden im Grunde genommen in dem Sinne als Verrat an der Sache verstanden, weil man damit dann ja andeutete, man habe den Kampf um den Erhalt des Standortes aufgegeben. Jeder hielt die Entscheidung für falsch, auch volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich für falsch. Zum anderen konnte sich keiner vorstellen, wie plötzlich 4.500 Leute untergebracht werden sollten. Das haben wir einfach für eine Finte des Unternehmens gehalten, uns da auf eine andere Spur zu locken. Für uns gab es nur eins, die Hütte darf nicht geschlossen werden. Sie drücken gegen den Eingang. Das kam plötzlich, eigentlich von einer Minute auf die andere. Die Leute, die Tür da bewacht haben, die haben gemerkt, die Tür kann man nicht mehr halten. Wir wollten die Leute auch unter Druck setzen, um denen klarzumachen, dass es nicht nur um Zahlen geht, sondern auch um Menschenschicksale.
Das war unser Ziel. Die Villa Hügel, der ehemalige Familiensitz der Krupp-Dynastie, steht für alles, woran die Krupp-Arbeiter und ihre Familien in Rheinhausen glauben. Krupp hat ihr ganzes Leben bestimmt. Sie wussten nicht, welche Zukunft gibt es für sie. Und das haben sie rausgeschrien. Und das muss man auch akzeptieren. Es war ja auch eine Zeit der großen Stahlkrise. Ich erinnere mich, dass Stahlbosse damals sagten, wir können unser Werk auch für 2 Mark verkaufen. Die Angst war ihnen ins Gesicht geschrieben. Im April 1988 geht der Arbeitskampf in die letzte Runde. Mahnwache in Düsseldorf. Unser Ziel ist es dann gewesen, die Nacht da auszuharren, um auch ein Zeichen, damals war Ministerpräsident Johannes Rau, ein Zeichen zu setzen. Wir haben dann am frühen Morgen, wenn der Berufsverkehr startet, Kreuzung für Kreuzung in Düsseldorf eingenommen und zugemacht. Damit wollten wir erreichen, dass Johannes Rau sich öffentlich äußert, was mit unserer Zukunft passiert. Die Landesregierung, für die Kruppianer der letzte Rettungsanker. Die Bannmeile dürfte ja eigentlich nicht verletzt werden, aber wir sind darauf. Wir haben ja da die ganze Nacht vollbracht und haben unsere Koksöfen aufgestellt, damit das nicht so kalt war. Und gut, ein ungutes Gefühl war das schon. Wie reagiert die Polizei? Prügeln die uns da weg oder so? Die Angst hatten wir schon, ne? Aber war uns eigentlich egal. Selbst in der Landeshauptstadt zeigt die Polizei Verständnis. Die Kruppianer klammern sich an ihre letzte Hoffnung, Johannes Rau. Ihr Landesvater soll das Stahlwerk retten. Denn er hatte sich schon vor Monaten, zu Beginn des Arbeitskampfes, bei ihnen in Rheinhausen gemeldet. Da geht morgens das Telefon, ich war noch im Schlafanzug, hatte ich den Rau am Telefon. Da verkündet der mir feuchtfröhlich, wir machen gleich in Düsseldorf eine Debatte im Landtag über Rheinhausen. Ja, ich sagte, du wolltest wohl keine Debatte in Rheinhausen entfachen, ohne in Rheinhausen zu sein. Ich sage, wenn ihr eine Debatte macht, ich garantiere, wir stehen mit 30 Omnibussen vor der Tür. Die standen aber schon in Rheinhausen. Jetzt hat keine Debatte stattgefunden. Rau kam nach Rheinhausen mit dem Hubschrauber und hat sich, was ich sehr gut fand, dann der Belegschaft gestellt. Ich habe gestern Morgen mit den 3 Unternehmenssprechern geredet und ich habe ihnen ganz deutlich gemacht, dass die Politik der Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen nicht hinnimmt, dass der Stahlstandort Rheinhausen aufgegeben wird. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Seitdem hat Johannes Rau verhandelt, versucht auf Gerhard Kromme einzuwirken, auszuloten, ob es eine Chance gibt, das Stahlwerk für Rheinhausen zu erhalten. Der hat im Übrigen strikt darauf geachtet, dass er nicht mehr versprach, als er halten konnte. Er versprach, dass er verhandeln wolle, dass er voller Sympathie für sie ist. Aber er hat nie gesagt, dieses Werk wird weiter arbeiten. Und er hat verhandelt. Aber er konnte uns auch nicht helfen. Er hat uns aber auch nichts versprochen. Der war hier in der Menage gewesen, etliche Male gewesen. Der hat auch gut unsere Sprache gesprochen, den haben wir verstanden. Der hat nicht versucht, da rhetorisch uns an die Wand zu nageln. Wir haben gemerkt, er versteht uns, aber die Macht liegt zum Beispiel nicht in der Politik, sondern praktisch im Kapital. Da können wir uns drüber drehen oder winden. Wenn da keine ethischen Vorsätze herrschen, dann ist das schlimm. 3. Mai 1988, Tag der Entscheidung. Mit der sogenannten Düsseldorfer Vereinbarung erreicht Johannes Rau einen Aufschub der Schließung. Es beginnt ein Sterben auf Raten. Sozialverträglich, mit Versetzungen statt Kündigungen. Immerhin. Nach 5 langen Monaten ist der Kampf beendet.
Die Belegschaft hat ja auch das Gefühl gehabt, dann im Mai, als der Rau-Kompromiss unterschrieben war, es war eine Niederlage. Man kann unterliegen, aber man muss kämpfen, war dann so das Fazit. Wir hatten immer den Eindruck, es war keine, sondern es war ein immer noch sehr, sehr achtbarer Schlussstrich unter, wie ich finde, sehr wichtige 5 Monate. Keine Entlassungen, sondern Umsetzungen in andere Stahlwerke für die Jüngeren und Vorruhestandsregelungen für die Älteren. Eigentlich haben die Kruppianer für sich persönlich viel erreicht. Aber ihr Stahlwerk wird sterben und Krupp aus Rheinhausen verschwinden. Ich konnte es eigentlich trotzdem nicht glauben. Vor allen Dingen die Riesenaggregate, die da standen, die Hochöfen, das Stahlwerk, alles. Und ich habe mir so gedacht, was wollen die mit den ganzen Sachen machen, wenn das geschlossen wird? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das überhaupt abgerissen werden kann. Am 15. August 1993 wird das Krupp-Stahlwerk in Rheinhausen endgültig geschlossen. Die Anlage demontiert, die Gebäude gesprengt, der Kosmos Krupp beseitigt. Bereits 1990 wechselt Uwe Bonten ins Stahlwerk nach Huckingen auf der anderen Rheinseite. Dort merkt er schnell, der lange Arbeitskampf ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er wird krank. 1991 musste ich in Kur, weil ich einen extrem hohen Blutdruck hatte. Keiner wusste warum, wieso, weshalb. Und in der Kur hat man dann festgestellt, organisch war ich kerngesund. Das kam vom Vegetativum. Das waren also die späten Folgen von dem ganzen Stress. Auf dem alten Krupp-Gelände stehen noch die Wohnhäuser der Direktoren. Überbleibsel eines vergangenen Industriezeitalters, nach dessen Ende man von Strukturwandel sprach. Wenige Meter daneben das Gelände des ehemaligen Stahlwerks. Fördergelder konnten Rheinhausen helfen. Hier wächst ein Containerhafen mit 2500 Arbeitsplätzen. Auch Stahl boomt in Deutschland jetzt wieder. Uwe Bonten arbeitet nicht mehr. Ende der 90er Jahre hat er einen Hirnschlag erlitten. Seitdem ist er Frührentner.